Warum haben bisherige Schnittstellenkonzepte, um Software miteinander zu verbinden, ausgedient? Und wie sieht auf der anderen Seite ein modernes Schnittstellenkonzept aus? Und wie könnte ein einfaches Beispiel aussehen, um die Funktionsweise solcher Schnittstellenkonzepte besser nachvollziehen zu können? All das lernst du in diesem Video. Digitalisierte Unternehmen sind 30% profitabler, wachsen 50% schneller und die Komplexitätskosten der IT sinken sogar um 20%. Und dennoch stellen sich immer noch 49% der deutschen Unternehmen ein maximal befriedigendes Zeugnis beim Thema Datenverarbeitung und Vernetzung aus und Silos in Form von Fachabteilungen, die mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten, sind nach wie vor weit verbreitet. Ich bin Robert und ich möchte mit diesem Kanal einen Beitrag dazu leisten, das zu ändern. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr rund um dieses Thema und ihr motiviert mich dazu, hier weiterzumachen und weitere Videos zu veröffentlichen. Aber zurück zum Thema. Gut, im ersten Teil dieses Videos möchte ich einmal einen Geschäftsprozess zeigen, wie er in einem solchen Unternehmen mit einem Mangel an Digitalisierung im schlimmsten Fall ablaufen könnte. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, inwiefern ihr hier euer eigenes Unternehmen wiedererkennt. Aber schauen wir uns jetzt diesen Geschäftsprozess an, und zwar, wie ein solches Unternehmen auf eine geänderte Kundenanforderung reagieren könnte. Okay, es müsste also zunächst einmal das Lastenheft untersuchen. Wo sind denn jetzt genau die Stellen im Lastenheft, ja, die diese Änderungen beinhalten? Man könnte dann das Pflichtenheft untersuchen, inwiefern sich diese Änderungen da dann auswirken. Und ein bisschen Glück findet man alle, aber wahrscheinlich nicht. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, gibt es irgendwelche Bestellungen, die jetzt eventuell obsolet geworden sind? Ja, dann muss man vielleicht im Einkauf anrufen. Die gucken in ihrem ERP-System, inwiefern es solche Bestellungen gibt, können die dann auch canceln und geben entsprechend Rückmeldung. Und jetzt müsste man natürlich noch die entsprechenden Mitarbeiter herausfinden, die für diese Abschnitte und für diese Bestellungen zuständig sind. Und ja, gucken an, was die gerade arbeiten. Das könnte man vielleicht an irgendeinem Kanban-Board machen und könnte gucken, wie man die Arbeiten jetzt hier noch irgendwie dazwischen schieben kann, um eben auf diese Änderungen zu reagieren. Und ganz zum Schluss braucht es vielleicht sogar noch eine E-Mail an den entsprechenden Linienvorgesetzten, der diese Mitarbeiter dann eben mit den entsprechenden Aufgaben beauftragt. Wir sehen also, dass eine schlecht vernetzte Tool-Landschaft innerhalb eines Unternehmens mit unglaublich viel Ineffektivität verbunden ist. Aber warum sind denn nun so viele Unternehmen immer noch so schlecht vernetzt? Ja, das ist zum einen ein Komplexitätsproblem. Möchte ich beispielsweise ein Tool mit einem anderen Tool mit einer Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle verbinden? Ja, dann brauche ich eben eine Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle. Möchte ich allerdings drei Tools miteinander verbinden, brauche ich drei von solchen Schnittstellen. Bei vier sind es sechs, bei fünf sind es zehn und so weiter. Man sieht also, die Komplexität dieser Vernetzung mit Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen nimmt mit der Anzahl der zu vernetzenden Tools exponentiell zu und ist somit sehr, sehr schnell nicht mehr handhabbar. Man denke alleine an die Rechteverwaltung innerhalb dieses Kuddelmuddels von irgendwie miteinander interagierenden Tools, die wahrscheinlich auch irgendwo vertrauliche Daten haben. Ja, aber ein weiterer Grund ist, dass es einfach an Standards für solche Schnittstellen fehlt. Aber diese gibt es mittlerweile in Form von offenen, standardisierten Schnittstellen, wie beispielsweise OSLC, die die Vernetzung dieser Tools deutlich vereinfacht. Diese Standards ermöglichen es beispielsweise, unterschiedlichste Datenelemente von unterschiedlichsten Tools miteinander zu verlinken, zu visualisieren und auf einfache Funktionalitäten zuzugreifen. Ich möchte das nochmal an dem Beispiel, das wir gerade mit den geänderten Kundenanforderungen hatten, verdeutlichen. Wir müssen uns einfach nur raussuchen, wo ist die Änderung im Lastenheft und könnten dann einfach den Links folgen ins Pflichtenheft und würden dadurch sehen, ja, wie wirkt sich die geänderte Kundenanforderung im Pflichtenheft aus. Man kann dann den Links weiter folgen, indem man sich zum Beispiel zu den einzelnen Anforderungen anzeigen lässt, welches Material ist mit dieser Kundenanforderung verbunden und welcher Mitarbeiter ist für diese Anforderung zuständig. Jetzt könnte man sich hier eben weiter reinklicken, könnte gucken für das Material, ob es irgendwelche Bestellungen gibt und wenn es den Link gibt, dann weiß man, dass es die gibt und kann sich dann auch hier Details zu dieser Bestellung anzeigen lassen, Kopfdaten beispielsweise, aber auch die einzelnen Bestellpositionen, die man dann auch durch einfache Schaltflächen zum Löschen vormerken kann. Man kann sich aber auch für den Mitarbeiter weiter informieren, zum Beispiel an welchen aktuellen Arbeitspaketen er arbeitet und eine entsprechende Abfrage machen und sieht dann eben die Arbeitspakete, an denen er gerade arbeitet und könnte hier auch wieder da welche löschen oder neue hinzufügen. Natürlich immer vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Rechte.
Und ohne es zu merken, hat man dabei auf unterschiedlichste Daten von unterschiedlichsten Tools zugegriffen, auf Daten des Anforderungsmanagement-Tools, auf Daten des ERP-Systems, auf Daten des Personalverwaltungssystems oder auch auf Daten des Projektmanagementsystems. Und das Schöne ist, durch diese Standards ist das nicht nur im Frontend möglich, sondern auch im Backend, denn jede dieser Ressourcen hat eine eindeutige URL und kann so auch durch REST-Befehle, was das ist, erkläre ich später und auch in weiteren Videos, entsprechend aufgerufen werden. Man kriegt dann ein entsprechendes XML oder JSON-File zurück, was eben diese Attribute beschreibt und auch die Links. Und hier sind zum Beispiel die Links wieder hier setzt um, die wir auch hier oben gesehen haben, zum Pflichtenheft. Und man sieht hier die entsprechende URL. Und wenn man die aufruft, dann kann man sich eben so durch dieses komplette Beziehungsgeflecht durchhangeln und ja, alles auslesen und abfragen und was weiß ich nicht alles machen. Eben alles nur auf diesen einfachen Webstandards. Und man könnte sogar einzelne Ressourcen, wie gesagt, erzeugen, verändern. Alles nur anhand von diesen ganz einfachen XML-Files, die maschinenlesbar sind. Damit das allerdings funktioniert, braucht es auch eine Standardisierung der einzelnen Ressourcen, Ressourcentypen und der Links, die die untereinander haben, damit einfach jede Domain genau weiß, was sie von der anderen zu erwarten hat. Und ja, das kann zum Beispiel so aussehen, dass man im Anforderungsmanagement sich darauf einigt, dass es Kundenanforderungen, abgeleitete Anforderungen gibt, wie die Linkbeziehung zwischen denen heißen, ja, und wie dann auch die Linkbeziehung heißt, die dann aus dem ERP-System ein Gerät oder ein Material mit dieser Anforderung verlinkt. Ja, und durch diesen Standard wäre eine solche Schnittstelle möglich. Und wie das beispielhaft aussehen kann, das möchte ich jetzt im nächsten Teil dieses Videos zeigen. Stellen wir uns dafür vor, wir haben eine Anforderung. Diese hat eine ID und hat einen Anforderungstext und ja, hat auch eine eindeutige URL. Diese Anforderung wird vom Anforderungsmanagement-Tool verwaltet, zusammen mit vielen anderen Anforderungen natürlich. Dadurch, dass es sich hier um eine Webanwendung handelt, läuft diese Applikation auf einem Webserver. Das heißt, der Nutzer kann über seinen Browser ganz einfach auf diese Anforderung zugreifen, indem er beispielsweise die entsprechende URL der Anforderung in die Browserzeile eingibt und dann an den Webserver schickt und bekommt dann als Antwort ja eine Oberfläche des Anforderungsmanagement-Tools eben mit dieser Anforderung. Wir sehen hier die ID und wir sehen hier den Anforderungstext. So, jetzt könnte man diese Anfrage ein bisschen manipulieren. Beispielsweise durch eine gängige Programmiersprache, indem man eben sagt, ich möchte das Ergebnis als OSLC-Standard in der Version 2.0 haben und ich akzeptiere nur XML-Files als Antwort. Wenn ich jetzt diese Anfrage an den Server schicke, dann bekomme ich als Antwort eben nicht unsere HTML-Oberfläche, sondern nur ein Textfile, das eben maschinenlesbar in Form eines XML-Formats genau diese Anforderung auch beschreibt, aber eben maschinenlesbar. Man sieht hier den Anforderungstext, man sieht hier die ID. Und jetzt könnte ein Programm beispielsweise hergehen und sagen, okay, ich möchte den Anforderungstext manipulieren, indem ich aus das System muss, das System kann mache. Und wenn ich das jetzt wieder über einen REST-Befehl an den Webserver schicke, dann ändert das Anforderungsmanagement-Tool entsprechend auch den Anforderungstext dieser Anforderung. Und stellen wir uns jetzt mal noch ein Szenario vor. Wir haben auf unserer Oberfläche ist der Nutzer unterwegs und möchte jetzt diese Anforderung mit einem Material verlinken. Und schauen wir uns mal an, mit was wir das dann verlinken könnten. Beispielsweise, da haben wir hier ein Material, was vom ERP-System verwaltet wird. Und das Material hat eine bestimmte Materialnummer, hat eine bestimmte Bezeichnung etc. und läuft auch wieder auf einem Webserver, weil es ja eine Webanwendung ist. Okay, und jetzt würde ein Programm im Hintergrund eine entsprechende REST-Anfrage über den OSLC-Standard an diesen Webserver schicken und der antwortet dann mit einem kleinen Dialog, indem man einer ganz einfachen HTML-Oberfläche eben nach dem Material, mit dem man die Anforderung verlinken möchte, ganz einfach ja, selektieren kann, suchen kann und der Webserver würde uns dann als Antwort die entsprechende URL zurückgeben und dann könnte man eben hier im Anforderungsmanagement-Tool ja, die Anforderung mit diesem Material verlinken. Das Was wir jetzt hier über offene standardisierte Schnittstellen und über die flächenbreite Vernetzung von Tools gelernt haben, das kratzt natürlich noch alles an der Oberfläche, sollte nur ein Grundverständnis geben. In weiteren Videos gehe ich dann weiter darauf ein. Also Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keins dieser Videos und ihr unterstützt mich nebenbei auch noch. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Video habt, dann stellt mir die einfach in den Kommentaren. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer Robert.